Alles klar. Ja, hi, herzlich willkommen. Ich bin Daniel und ich mache seit vielen Jahren jetzt schon alles Mögliche im Bereich von Softwareentwicklung. Und irgendwann bin ich mal so in die Richtung Firmware gekommen und irgendwann auch ein bisschen mehr in Richtung Betriebssysteme, also wirklich Betriebssysteme auch zu entwickeln. Und da will ich jetzt mal so ein bisschen zu erzählen, wie ich da so zugekommen bin, ohne irgendwie wirklich groß Ahnung zu haben. Einfach mal ein paar kleine Sachen, wo ich einfach mal irgendwann angefangen habe und dann irgendwie tiefer reingerutscht bin. Bevor ich jetzt hier groß loslege, will ich einmal kurz so ein bisschen so eine kleine Runde machen. Wer kennt denn so überhaupt so verschiedene Betriebssysteme? Also fangen wir einfach mal an so, ne? Wer kennt denn so Windows? Schon mal gehört? Ja, gehen natürlich alle Hände hoch, ne? Wer kennt Linux? Auch schon mal gehört? Ja, sind wir hier in der richtigen Bubble? Auch alle gekannt? Okay. Wer kennt BSD? Irgendein BSD? Okay, gehen alle Hände, glaube ich, fast auch alle hoch. Gestern hatten wir einen sehr coolen BSD-Workshop. Da sitzt auch Benedikt, vielen Dank dafür. Sind auch tatsächlich 5, 6 Leute da gewesen, sehr cool. Wenn ihr BSD nicht kennt, es gibt da viele Projekte, zum Beispiel FreeBSD. Schaut das mal an. Wer kennt Darwin? Wer kennt macOS? Warum sehe ich jetzt mehr Hände? Also Darwin ist eigentlich das System und macOS ist sozusagen das Branding on top, ne, wo dann noch ein bisschen mehr dazu kommt. Ja, Darwin ist auch ein BSD-System übrigens. Zumindest so zur Hälfte. Also, die haben das mit ein bisschen was anderes zusammengebastelt. Naja, dann gucken wir mal, wie kommt man eigentlich dahin, so Betriebssysteme überhaupt zu kennen? Also, abgesehen davon, dass man älter wird und irgendwie mehr Dinge findet, das muss man ja irgendwie schaffen. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, wie das bei mir so angefangen ist, wie das jetzt so mittlerweile so läuft, was ich gerade so mache. Dann werde ich einen kleinen Einschub machen und etwas über RISC-V erzählen, was vielleicht auch schon mal einige hier gehört haben. Und dann so, wie es ja in der Zukunft von Betriebssystementwicklung aussieht. Wie das alles angefangen hat, da war ich noch sehr, sehr klein. Ne? Da hatte ich so eigentlich so gar keine Ahnung. Da war ich, weiß ich, sagen wir mal 7 oder 8 so. Ne? Das waren so die Anfangsjahre. Ah, ich hatte Windows kennengelernt. Damals war so Windows 3.11. Ne? 11 ist eine coole Zahl, das ist mehr als 10. Hatte mein Vater damals einen Rechner. Ne? Da waren wir noch eine intakte Familie. Da war ich noch in meinem Elternhaus. Irgendwann habe ich ein C64 geschenkt gekriegt von meinem Onkel. Da habe ich einfach mal was kennengelernt. Das war irgendwie ein ganz komisch anderer Computer. Ne? Nicht so, wie ich das dann von dem Windows-Ding kannte, so mit Maus und so. Aber ich festgestellt, das ist noch viel älter. Das Ding war sogar älter als ich. Irgendwie komisch. Ich habe dann irgendwann später selber, habe ich dann auch noch mal irgendwie meinen eigenen PC gekriegt. Also auch so ein x86 basierendes System. Da war dann Windows 98 erstmal drauf. Okay, immer noch so Windows. Ne? Habe ich irgendwann mal dieses Internet gekriegt, das ging so langsam los, ne? Erst so mit dem Modem, dann irgendwann ISDN, dann irgendwann DSL. Naja, und dann war ich irgendwann, als ich in der Schule war, mit Leuten unterwegs und irgendwer hat mal was von diesem komischen Linux erzählt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ne? Hat mich auch damit eigentlich nicht so interessiert. Wir hatten da auch so eine AG, Arbeitsgemeinschaft, wie man hier in Deutschland sagt. Habe mich überhaupt nicht interessiert irgendwie. Ich kannte halt Windows, okay, damit kann ich irgendwie basteln. Und ich habe damals auch schon mal so ein paar Sachen programmiert in einer Programmiersprache, die heißt Pascal. Hat die schon mal irgendwer gehört? Ja, auch sehr, oh, sehr, sehr viele Hände. Sehr gut, sehr gut. Ja. Irgendwann hat mich dann doch mal ein Schulkollege da überzeugt, ne, und hat gesagt: Hey, guck dir mal hier an. Jetzt ist gerade rausgekommen Fedora Core One. Wer kennt Fedora? Ja, bekannte Linux-Distribution. Ne? Das war damals so richtig, richtig Alpha noch. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, was da so passierte. Ich hatte zwar irgendwie so ein lauffähiges System, das war auch ja, grafisch schon, wie das, wer so Linux- und Grafiktreiber-Stories kennt, das war damals ähnlich kompliziert. Ich habe es nicht geschafft, eine hohe Auflösung irgendwie zu kriegen, also nicht über 640x480, auch wenn das noch nicht ganz so die Zeit von heute war. Es sah sehr klobig aus. Hat natürlich auch so ein bisschen mit der Unterstützung der Hersteller zu tun, wie naja, Grafikkarten so vertrieben werden. Naja. Und dann irgendwann, ich war ein bisschen älter, dann sind einfach mal so Dinge passiert. Ich hatte dann irgendwann so meine erste kleine Wohnung, so, da war ich noch gar nicht im Studium, das war noch so eine kleine Zwischenzeit. Da habe ich mir einfach mal wieder so einen Rechner zusammengebaut, da habe ich dann Windows XP draufgepackt, das war so damals so der Renner. Aber irgendwann, ich war einfach neugierig, ne? Ich habe ein bisschen geguckt und da habe ich irgendwas gefunden, das heißt Oberon. Hat schon mal jemand von Oberon gehört? Ah, jetzt gehen die Hände, oh, jetzt sehe ich nicht mehr so viele Hände. Ja, warum? Ist auch ein bisschen ein mysteriöses Ding. Ich habe davon auch nicht wirklich groß noch mal in den letzten Jahren gehört. Auch wenn das noch irgendwie ein bisschen präsent ist, also es ist auch ein spezielleres Betriebssystem. Da komme ich gleich noch mal jetzt ein bisschen zu. Es war sehr, sehr klein irgendwie. Ich konnte das auf eine Diskette einfach draufpacken. Ne? Kennt ihr noch diese kleineren? Also die Älteren kennen auch die größeren, aber so die kleinen, da passen 1,4 Megabyte drauf.
da habe ich das ganze Betriebssystem draufpacken können. Ne? Hab das nochmal ausprobiert. Ich hatte echt keine Ahnung, wie man das irgendwie benutzt oder so. Aber irgendwie, da hatte ich so einen Mauscursor schon und irgendwie, ja, ein bisschen konnte man irgendwie auf dem Bildschirm machen, aber ich kam damit nicht klar, ne? Keine Ahnung. Irgendwann habe ich mal, weil jemand mir sagte, so Backups sind eine gute Idee, ja, wer stimmt zu? Ja, okay, gehen auch alle Hände hoch. Habe ich mir mal so ein NAS geholt, ne? So ein Network Attached Storage, um da einfach mal Daten rüber zu werfen. Da war irgendwie so ein komisches, vom Hersteller gehacktes Linux drauf, so, okay, keine Ahnung. Da habe ich manchmal so ein bisschen was gemacht, aber eigentlich auch keine große Ahnung gehabt. Ja, sollte halt einfach nur funktionieren, ne? Hat mich dann auch nicht weiter interessiert. Na, und jetzt gehen wir mal kurz so zurück. Wir sind ja hier so im Thema so von Raum und Zeit und so. So sah damals halt auch so eine typische Website aus, ne? Wenn die schon mal ein bisschen moderner war. Das ist die Website, wer erkennt das links oben, ne? ETH, das ist die ETH Zürich. Von da kommt dieses Projekt Oberon und auch die Sprache Pascal wohl, weil der Niklaus Wirth, der das da damals alles gemacht hat, der hat sowohl Pascal erfunden als auch dieses Oberon-System gemacht und auch sehr, sehr viele andere Sachen. Ich glaube, der ist eher so ein bisschen, ja, eher so ein lockerer Typ und nicht unbedingt einer, der so Sachen direkt immer so rausposaunt und damit zu viel Werbung macht oder so. Weiß ich, ist eine Mutmaßung. Ne? Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, das hat immer so ein bisschen damit zu tun, wie die Persönlichkeiten sind, was zur Prominenz von so Systemen oder so führt. Naja, jedenfalls, irgendwann bin ich dann doch mal an so eine Uni geraten und an der Uni habe ich dann irgendwann wieder von diesem Linux-Zeugs gehört. Da sagte mir ein Unikollege, also Kommilitone damals so, guck dir doch mal wieder Linux irgendwie an. Das ist echt irgendwie sinnvoller als dieses Windows, mit dem du immer so rumbastelst. Und ja, es, ja. Er meinte dann so, guck dir mal Ubuntu an, ja, das soll ganz einfach sein. So. Und wir hatten dann irgendwann mal so Hausaufgaben. Da hatten wir so ein Ding, das nennt sich Sage. Das ist so eine auf Python basierende Mathe-Umgebung. Da kann man sehr coole Sachen mit irgendwie machen. Ne? Ich muss dann auch irgendwelche Hausarbeiten damit machen. Dafür brauchte ich dann mal irgendwie so Bibliotheken, die ein bisschen neuer waren als das, was damals so in Ubuntu rumhing. Dann habe ich die Testing-Bibliotheken genommen und boom, ist das System kaputt gewesen nach dem nächsten Update. So. Dann hat mein Freund mir gesagt, gut, wenn du mehr so Spezialanforderungen hast, dann guck dir mal Gentoo an. Habe ich dann gemacht und das hat echt gut funktioniert. Also wir hatten richtig gute Doku und so, ne? Ja, dann habe ich dieses BSD irgendwann mal entdeckt. Da ging es dann bei mir los. Ne? Ich war immer weiter neugierig gewesen. Der Kollege, der hatte mir damals auch schon ein bisschen erzählt, so, ja, es gibt so ein sicheres System, das heißt OpenBSD und so. Und dann gibt es auch noch ein paar andere, so FreeBSD und sowas. Ja, ich habe dann halt einfach mal alles so ausprobiert. Ne? Verschiedene Linux-Distributionen. Ja, und dann habe ich halt diese BSDs irgendwie mir so ein bisschen angeschaut. Da habe ich erstmal geguckt, was gibt es denn da wieder so alles? Ne? Muss man sich ja erstmal immer zurechtfinden. Nicht ganz so viel, wie es Linux-Distros gibt. Das ist schon mal ein bisschen überschaubarer. Naja, aber ich habe irgendwann was entdeckt, das nennt sich GhostBSD. Das konnte man einfach auf so einen USB-Stick packen und ausprobieren. Ungefähr in der gleichen Zeit, weil ich einfach ein bisschen recherchiert habe, ist auch ein Podcast gestartet, BSD Now. Ja, der mittlerweile Haupthost sitzt auch da vorne, Benedikt. Ja, ungefähr zur ersten Episode war das auch. Da habe ich dann angefangen und jetzt höre ich auch den Podcast seitdem durchgehend. Kann ich nur empfehlen, wer sich dafür interessiert. Und man glaubt es kaum, es gibt immer noch ständig Neuigkeiten. Also in jeder Episode gibt es irgendwas Cooles Neues wieder zu erfahren. Ja, da habe ich auch irgendwann mal OpenBSD ausprobiert. Das war ein sehr cooles Ding auch. Das war für mich auch wieder nochmal ein bisschen anders wieder und so. Und dann bin ich irgendwann auf eine Konferenz gegangen. Das war die OpenSUSE-Konferenz. Damals war die in Dubrovnik. Da sagte eine Kommilitonin von mir so, hey, na, hier OpenSUSE, hier, ich bin da irgendwie in der Community, komm doch einfach mal mit zu dieser Konferenz. Das war so meine erste irgendwie Open-Source-Konferenz überhaupt. Die Anekdote dazu ist folgende. Wir haben dann da einfach mal so ein bisschen USB-Sticks auch so vorbereitet, wo dann Leute OpenSUSE ausprobieren konnten. Ich habe dann auch so mitgeholfen, ne? Immer so ein bisschen DD hier, DD da. Und irgendwann habe ich dann so festgestellt, bei mir geht das irgendwie schneller als bei den anderen. Sehe ich daran, dass der /SCA damals halt meine erste Festplatte war und nicht der USB-Stick, den ich da beschrieben habe. Also lief halt viel schneller. Meine Sticks, die ich dann rausgegeben habe, da waren auch eigentlich am Ende nichts drauf, aber dafür war mein OpenBSD Schrott, das war nämlich auf der ersten Partition auf meiner Festplatte. Da habe ich dann auch, ne, kennengelernt, wie das ist, so Partitionstabellen wieder herzustellen und so, ist nicht einfach. Sagen wir mal so, vor allem, wenn man das so ahnungslos ad hoc irgendwo Ausland macht, wo man jetzt auch nicht direkt irgendwie beste Internetverbindung überall hat und so. Ne, da muss ich im Hotel mit dem WLAN und es war kompliziert. Naja, und seitdem bin ich jetzt auf sehr vielen Konferenzen unterwegs, halt auch mal so Vorträge. Irgendwann war auch ich war auf der EuroBSDCon, die war damals in Paris, also von uns aus jetzt auch nicht zu weit weg. Das ging für mich ganz gut. Ich wohne im Ruhrgebiet, da ist das, weiß nicht, 3-4 Stunden oder so mit dem Zug. Gibt da so einen Schnellzug, der fährt da einfach hin. Ja,
Kann ich nur empfehlen. Geht auf Konferenzen, genauso wie hier auch. Es gibt ganz, ganz viele andere noch. Es gibt auch immer die Möglichkeit, irgendwie mitzuhelfen. Also, ne, wie ich zum Beispiel USB-Sticks mit vorbereitet habe. Ich habe auch ein paar andere Sachen da mal gemacht, so Kamerateam ausgeholfen. Da hatten wir noch nicht OBS Studio wie heute, war es also noch ein bisschen hakeliger. Macht das auf jeden Fall. Ja, also wer jetzt zum Beispiel gerade die Aufzeichnung hört, geht mal wirklich zu so einer Konferenz hin. Guckt euch die Communities an, lernt Leute kennen, ist das Beste, was einem erfahren kann. Auch gerade, wenn man irgendwie im Berufsleben in die Richtung will, so ziemlich alle, die man hier anspricht, werden irgendwie sagen, dass sie bei irgendeiner bekannteren oder weniger bekannten Firma irgendwie arbeiten. Ich habe jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen, einfach randomly, ein paar davon sind zum Beispiel jetzt bei IBM hier gerade, ne, große Firma kennt man. Naja, wie läuft das denn jetzt gerade so? Ich bin jetzt hier, ich sag mal ungefähr 10 Jahre, 15 Jahre nach dem, was ich da jetzt alles so gebastelt habe, so auf so einem Standpunkt, da habe ich ein gewisses Wissen angesammelt. Naja, und mit diesem Wissen kann ich jetzt schon mal Software bauen. Ne? Also ich weiß jetzt so ein bisschen, wie das so funktioniert. Ich habe mal ein bisschen C gelernt, ein bisschen Java an der Uni noch. Ant-Mail Assembly haben wir damals gemacht. Das sind halt so Mikrocontroller, die ja, waren halt damals so für die Lehre ganz interessant. Fun Fact, die Instruktionsarchitektur davon, die kam auch eigentlich von Studis, habe ich dann später kennengelernt. Die sind damit irgendwann größer geworden. Ne? Ja, durch Linux und gerade durch Gentoo habe ich sehr, sehr viel dazu erfahren, wie das ganze Software-Ökosystem so aussieht, also ne, was es alles an Programmiersprachen, an Interpretern und so weiter gibt, wie diese ganzen einzelnen wirren Dinge da so zusammenhängen, Dinge wie Desktop-Umgebungen. Ja, konnte ich also erstmal Software bauen und ja, so ein kleines Hello World zum Beispiel machen. Ne? Das ist jetzt natürlich noch nicht groß. Also, wenn man jetzt wirklich dahin kommt, irgendwie zu programmieren, ist doch nochmal ein anderer Schritt. Ich bin aber immer sehr neugierig gewesen. Beruflich bin ich in die Webentwicklung gekommen. Das mache ich auch heute noch hauptsächlich, beziehungsweise Web- und App-Entwicklung. Auch ein bisschen Mobile kommt dazu. Haben wir immer irgendwie neue Sachen. Und ich gucke auch immer irgendwie, was tut sich denn so in anderen Bereichen? Wie ist das bei Betriebssystemen? Da gibt es auch immer wieder neue Sachen hier und da. Jetzt gucken wir doch einfach mal, was haben sich denn so für Betriebssysteme so in den letzten Jahren überhaupt noch so entwickelt? Wir sind ja hier, ne, Thema hier so Raumzeit, Plan 9 from Outer Space. Wer kennt den Film? Wer hat den gesehen? Ja, okay, 3, 2, 4. Okay, ich selber habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Aber es gibt ein Betriebssystem aus Bell Labs, das sind die, die auch damals Unix gemacht haben, die haben ihr System einfach Plan 9 genannt. Die haben irgendwie, weiß ich, irgendwer kannte den Film und fand das irgendwie lustig, dann zu sagen, okay, es ist jetzt Plan 9, eigentlich from Outer Space, sondern from Bell Labs. Ist auch so ein bisschen schräg. Ich dachte so, was ist da denn jetzt schon wieder? Na, hab wieder irgendwie versucht, Informationen zu finden. Ist ein bisschen wie bei Oberon heute. Ich habe nicht wirklich was gefunden. Das war echt komisch irgendwie, weil haufenweise Sachen sind einfach irgendwie verloren gegangen. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass Bell Labs irgendwann ja so halb dicht gemacht wurde, dann hat irgendwie Nokia so Restbestände davon gekauft und so. Ja, und wie das halt so ist, sind dann entsprechend die Websites auch irgendwann mal so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich habe da mal ein bisschen weitergeguckt und es gab davon tatsächlich noch andere Projekte, die abgegangen sind. Zum Beispiel das Harvey OS Betriebssystem, das haben wir neulich auch stillgelegt, muss man dazu sagen. Jehanne habe ich gefunden, Nine Legacy, Nine Front und dann gibt es irgendwie noch ein paar andere, die alle irgendwas mit Nine heißen. Nicht mega viele, aber naja. Wie es dann auch so ist, ich habe dann irgendwann mal, da war ich im Chaosdorf, das ist der Hackerspace in Düsseldorf, habe ich gesagt, weißt du was, ich probiere einfach mal was aus. Da habe ich mir das Repository von HarveyOS geklont, habe einfach mal so in Anweisungen gefolgt, die waren damals einfach im Wiki beschrieben und konnte ich kompilieren. Und das Beste war, ich konnte das sogar mit Clang auf meinem Hostsystem, damals FreeBSD, kompilieren und in QEMU einfach mal laufen lassen. Ja, dann hatte ich das hier, ne? Harvey, das hier ist das Maskottchen so, das hat so einen witzigen Schatten. Der Schatten ist das eigentliche Maskottchen von Plan 9. Das ist so ein Häschen namens Glenda. Und das seht ihr auch hier unten in diesem Spiel. Das hier ist Sokoban. Ich kannte vorher Sokoban gar nicht. Das habe ich dann dadurch erst kennengelernt. Das war ein witziges Spiel irgendwie. Naja, ich habe da halt ein bisschen damit so rumgespielt und dann ja, irgendwann ist das gecrashed. So. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Naja, was macht man, wenn man ein Betriebssystem ausprobiert und das crasht? Wegschmeißen oder reparieren? Debuggen? Ja, debuggen ist auch schon mal gut. Ja, davon hatte ich leider damals auch noch nicht so viel Ahnung. Aber ich habe dann erstmal gedacht, okay, irgendwie vielleicht im Emulator läuft das nicht so gut. Wie ist das denn mit echter Hardware? Ja, richtig hands-on. Habe da das einfach mal auf einen USB-Stick gepackt, weil ne, auch dafür gab es Anleitungen. War jetzt auch nicht weiter kompliziert. Ist auch so ein bisschen irgendwie gestartet. Hatte ich so ein bisschen was auch auf dem Bildschirm. Unter anderem dieses Hello, I am Harvey hat irgendwer mal in den Code reingebracht. Ne? Mit so einem Smiley drauf, war immer sehr sympathisch. Ist leider nicht viel weitergekommen. So sah es im Endeffekt aus. Ne?
war jetzt nicht so weit, dass ich davon einen Screenshot hätte zeigen können. Ja, da war ich dann wieder so ein bisschen verloren. Aber ich bin ja Webentwickler, ne? Und dann habe ich gedacht so, jetzt kommen wir zum Punkt Debugging. Ist das jetzt irgendwie Bestimmung? Ja, ich habe dann mal in das Slack-Team damals reingeschaut. Wir sind mittlerweile zu Matrix rübergezogen. Da habe ich da einfach mal so ein bisschen geguckt so und Leute gefragt. Und zufälligerweise habe ich dann noch einen Bekannten getroffen, den ich aus der Open-Source-Firma-Ecke kannte. Ne? Ein anderer Bereich, wo ich auch schon seit vielen Jahren drin hänge. Der war zufälligerweise da und eigentlich gar nicht so zufällig, weil er das Harvey-Projekt mit anderen nämlich gestartet hat. War wirklich einfach reiner Zufall irgendwie. Oder vielleicht auch Bestimmung, man weiß das nicht so genau. Naja, jedenfalls Debugging, ja, habe ich dann gemacht. Ich habe mir einfach mal den C-Code genommen. Der hat damals irgendwo eine Prüfsumme gemacht. Das war der Intel Ethernet Driver für eine bestimmte Kartengeneration damals. Da habe ich einfach mal die Prüfsummenimplementierung in JavaScript nachgebaut und mal geguckt, hey, was ist denn da los? Dadurch, dass ich so ein bisschen Firmaentwicklung gemacht habe, wusste ich, wie ich die Firma aus meinem Laptop auslese. Und das ist nämlich genau das, worüber da die Prüfsumme gebildet wurde. Da gibt es irgendwie so einen Eintrag bei diesen Intel-Treibern. Die haben da so zwei Bänke. Gibt es den einen und den anderen Slot. Und je nachdem, welcher aktiv ist, würde die Prüfsumme dann stimmen oder nicht. Weil es da nämlich einen so ein Bit gibt, das sagt, du bist jetzt aktiv oder halt nicht aktiv. Wenn er es wegschaltet, stimmt halt diese Prüfsumme nicht mehr. So habe ich angefangen, tatsächlich dann in die Betriebssystementwicklung reinzukommen. Das ist eigentlich bescheuert, aber naja, ne? JavaScript bringt einen zu Betriebssystemen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Zwischeneinschub. Es ist nämlich sehr, sehr viel wirklich in den letzten Jahren passiert. Unter anderem RISC-V. Wer hat schon mal von RISC-V gehört? Okay, ich sehe fast alle Hände. Ja, für die, die es sonst jetzt nicht wissen, ist eine relativ junge Prozessorarchitektur. Ja, irgendwie die anderen, die sind alle schon irgendwie verbrannt. Dann haben Leute gesagt, hey, wir brauchen mal wieder einen neuen Befehlssatz, eine neue Architektur. Wir machen mal eine RISC-Architektur. Und zwar ist das schon die fünfte, die jetzt aus Berkeley kam. Deswegen RISC-V. Okay, soweit so gut. Was ist das denn eigentlich? Also so eine Befehlsarchitektur, wenn man auf Wikipedia guckt, dann steht da, das beschreibt so das abstrakte Modell für einen Computer. Okay, keine Ahnung, was das jetzt genau bedeutet. Tatsächlich ist das auch gar nicht mal so viel einfacher zu beschreiben. Ne? Wenn man jetzt irgendwie anfängt, dann kommt man irgendwie sehr, sehr, sehr schnell in Details rein. Das wirklich in zwei Sätzen zusammenzufassen, ist schwierig, in einem erst recht. Naja, aber ich kannte halt schon einige Befehlssatzarchitekturen. Ne? Wie gesagt, ich habe so ein bisschen Atmel-Assembly damals kennengelernt, wieder was völlig anderes. Und RISC-V habe ich einfach dadurch kennengelernt, dass ich mir mal so ein bisschen Firmware angeguckt habe. Das war damals noch für x86, also was so in den meisten Laptops hier bei uns gerade noch so rumgeistert oder auch Desktop-Rechnern. Und durch diese Firmware-Entwicklung habe ich dann irgendwann mal, weiß ich, habe einfach mal geschaut, so nach Hardware, ne? Wo können wir denn mal irgendwie schauen, was ist gut dokumentiert, wo können wir Firmware für bauen. Ja, dann habe ich halt RISC-V entdeckt. Da waren gerade so die ersten Chips draußen. Einer davon war der Allwinner D1. Und ich habe hier auch mal was mitgebracht. Das ist hier einfach so ein kleines Entwicklungsboard. Ja, so groß wie so ein, keine Ahnung, Schokoriegel oder so. Da ist einfach mal so ein 1 GHz Prozessor drauf. Das, was man vor, weiß nicht, 20 Jahren oder so in der Größe hatte. Ne? Irgendwie so Platine mit allem und so weiter. Ist jetzt heute so kompakt und mini klein. Sehr, sehr cool für unterwegs zum Entwickeln. Naja, und dann habe ich das einfach mal gemacht. Und dadurch habe ich dann jemanden kennengelernt, nämlich den Michael Engel. Der ist leider jetzt nicht in diesem Raum, sondern da drüben, weil er den Lötworkshop macht. Der ist tatsächlich hier an dieser Uni auch Dozent. Der unterrichtet hier Betriebssysteme. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, hey, komm doch mal nach Bamberg und erzähl mal hier so unseren Studis so ein bisschen was von diesem Orboot-Projekt und was du hier so machst und so. Da habe ich gesagt, okay. Da war ich ein paar Mal hier. Irgendwann zwischendurch war ich dann auch mal im Backspace hier, in dem Hackerspace, habe auch mal so ein bisschen davon erzählt. Naja, das war jetzt die Kurzgeschichte, warum ich tatsächlich heute hier bin und genau hier stehe. Ich weiß nicht, ob ich sonst tatsächlich nach Bamberg gekommen wäre. Naja, und jetzt will ich mal in die Zukunft schauen. Jetzt wird es wirklich interessant, weil tatsächlich, auch wenn eigentlich Betriebssysteme schon sehr, sehr weit sind, es gibt immer noch sehr, sehr viel, was gerade geforscht wird. Das eine ist, ich grabe jetzt nochmal dieses uralte Plan 9 aus. Da gibt es tatsächlich noch viele Leute, die da auch aktiv dran sind. Mit viele meine ich jetzt nicht 10.000 oder so, sondern vielleicht eher so 100. Ja? Aber dass man schon mal so eine gewisse Orientierung hat. Also es gibt Leute, die arbeiten damit. Es gibt Leute, die arbeiten daran. Und dazu gehört ein Workshop, der International Workshop on Plan 9, IWP9 for short. Der ist zuletzt gewesen vor 10 Jahren. Und jetzt, eigentlich wollten wir es letztes Jahr schon machen, aus Gründen, ihr wisst, ist das leider dann noch nicht passiert, aber dann dieses Jahr haben wir mal wieder einen International Workshop on Plan 9 gemacht
Und das haben wir in Kanada gemacht. Auch irgendwie so ein bisschen witzig, weil jetzt gerade ist das Jahr des Hasen. Ne? Das eigentliche Maskottchen von Plan 9 ist ein Hase, das Glenda-Maskottchen. Keine Ahnung, ob das Zufall ist. Wir waren noch in Kanada witzigerweise in einem Café, das nannte sich The White Rabbit. Es kann auch wieder alles Bestimmung sein, wer daran glaubt. Ja, ansonsten, naja. Wir saßen dann da jedenfalls zusammen. Wir waren irgendwie, weiß ich, so 2 Dutzend Leute oder sowas um den Dreh. Und wir hatten tatsächlich 3 Tage voll durch Programm. Wir hatten haufenweise Vorträge. Wir hatten dann irgendwann auch noch einen Workshop-Raum, wo wir dann auch an verschiedenen Projekten rumgehackt haben und so. Sehr, sehr cool. Am Ende kam auch ein Pamphlet daraus. Das könnt ihr euch auch runterladen, die Proceedings hier. Das ja, war das thematische Logo dazu. Auf IWP9.org habe ich jetzt hier nicht draufgeschrieben. Könnt ihr euch jedenfalls viele Sachen anschauen. Da war alles Mögliche dabei, unter anderem auch Dateisysteme, was sehr, sehr spannend ist, auch heute noch. Ja, jetzt will ich mal wieder gucken, jetzt habe ich ein bisschen viel über Betriebssysteme erzählt. Was ist denn jetzt eigentlich so ein Betriebssystem? Es ist ähnlich kompliziert zu beschreiben wie Befehlsarchitektur. Also wenn man das nicht 20 Jahre schon macht, kann man es nicht in einem Satz beschreiben. Naja, und auf Wikipedia steht wieder was? Ein Satz. Betriebssystem ist irgendwie Systemsoftware, managt irgendwie Hardware und Softwareressourcen und stellt Dienste bereit für Computerprogramme. Okay, sagt jetzt auch irgendwie nicht viel aus. Das kann auch alles Mögliche wirklich sein. Na, und irgendwie ist das auch so. Also es gibt tatsächlich Betriebssysteme in allen möglichen Bereichen und das macht es dann auch so ein bisschen schwierig. Also man muss sie schon irgendwann klassifizieren, wenn man ein bisschen konkreter werden will. Na, ich habe gerade schon erzählt, der Michael Engel, der unterrichtet hier, wie das denn aussieht, überhaupt Betriebssysteme zu bauen. Der macht etwas, das nennt sich Operating Systems Engineering. Das heißt im Konkreteren im Prinzip Software Engineering und dann bezogen auf Betriebssysteme, beziehungsweise im Speziellen unterrichtet er erstmal, wie man so Kernel entwickelt und was da so alles zugehört, weil das sonst ja ein bisschen viel wäre. Ne? So ein komplettes Betriebssystem mit Compiler noch selber bauen und keine Ahnung was, das wird ein bisschen viel. Naja, ich habe mal so ein bisschen jetzt aufgelistet, was da so alles reingehört. Das eine, das sind irgendwie Datenstrukturen, die braucht man irgendwie überall. Ne? Also wenn man irgendwie Software macht, so Datenstrukturen sind immer eine gute Idee, kann man immer gebrauchen. Speicher, Ressourcenverwaltung, das muss man irgendwie hinkriegen, egal wie man es irgendwie drehen will, sobald man irgendwas machen will, wirklich sinnvoll. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Ding, aber auch sehr, sehr kompliziert. Also wer irgendwie mal in der letzten Zeit was von Stack Overflows oder Heap Overflows oder grundsätzlich irgendwie Memory Corruption oder so gehört hat, all diese Probleme, die wir so haben, kommen daher, dass Speicherverwaltung halt leider nicht so einfach ist. Versuchen aber unser Bestes. Prozesse und ja, das Scheduling von Prozessen, also welcher Prozess ist wann an der Reihe, ne, welcher hat irgendwo gerade mal Vorfahrt und so. Das ist eine Sache, die kann sehr, sehr simpel sein, ja, wenn man irgendwie so einfach mal so ein kleines Minisystem machen will mit 2 Prozessen, die einfach nur Ping-Pong machen, die haben gleiche Berechtigung, die haben gleich viel Zeit, die sie in Anspruch nehmen können. Ja. Easy peasy, auf manchen so kleineren Systemen kann man auch durchaus damit so fahren. Wenn man jetzt irgendwie so einen Desktop hat, dann wird das schon ein bisschen komplizierter. Muss man sich so ein bisschen darüber Gedanken machen. Okay, ich habe jetzt eine Benutzerschnittstelle, die soll immer responsive sein, aber ich will trotzdem Workload im Hintergrund haben können. Da muss man ein bisschen balancieren. Dazu gehört dann auch die Kommunikation zwischen den Prozessen. Also wenn ich jetzt einen Prozess habe, der irgendwie mit einem anderen was zu tun haben will, da gibt es verschiedene Wege. Ne? Man kann irgendwie Speicherbereiche festlegen und sagen, okay, wenn jetzt hier einer reinschreibt, dann kriegt der andere Bescheid und dann kann er da wieder irgendwie rauslesen und so. Und wenn das nicht gescheit koordiniert ist, dann passieren krude Dinge. Ja? Das kann echt, echt auch unschön werden. Hat auch wieder mit diesem Memory Management so ein bisschen zu tun. Und das ist auch ein Bereich, wo man noch ein bisschen weiter forschen könnte, denke ich. Dann Dateien und Dateisysteme, habe ich gerade auch schon erzählt, ist was, wo noch immer ein bisschen was gemacht wird. Wer hat denn schon mal alles von ZFS hier gehört? Ja, Benedikt natürlich, der macht ja Workshops darüber. Ja, ist ein relativ junges, modernes, nicht zu jung, aber zumindest ein modernes Dateisystem. Das kam halt von diesem Use Case von, hey, wir müssen ganz, ganz viele Daten speichern, die müssen gut gesichert sein, ja, und da muss man sich irgendwie Lösungen für schaffen und das funktioniert halt nicht immer mit ja, Dingen, die es halt schon lange gibt. Da muss man halt immer mal so ein bisschen gucken. Vielen Dank für die neue Beleuchtung. Es gab tatsächlich auch bei unserem Plan 9 Workshop, habe ich erzählt, ein neues Dateisystem, was da vorgestellt wurde. Das wurde GEFS genannt, GEFS. Das kann für 2 Dinge stehen. Also der eigentliche Titel war Grand Experimental File Shredder. Naja, das war der Scherztitel. Tatsächlich stand es für was anderes, aber das war so der kleine Scherztitel. Good Enough File System.
Na, es war einfach so die Idee, hey, wir machen was, das ist erstmal gut genug, aber wir wollen mal was Neues einfach ausprobieren. Das ist eine Sache, die gerade bei Betriebssystemen sehr, sehr schwierig noch ist. Also mal eben so ein neues Betriebssystem zu machen, um ein bestimmtes interessantes Feature mal zu probieren, ist leider sehr schwierig. Deswegen halte ich es auch für sehr sinnvoll, sich damit mehr zu beschäftigen. Was sind Betriebssysteme? Na, wie kann man damit arbeiten? Gerade einfach auch mal, um ja, Innovation zu betreiben. Kann ich auch empfehlen, sich das Paper mal anzuschauen. Da wurde nämlich etwas gemacht, was in ZFS theoretisch auch da sein könnte, was sehr, sehr cool wäre, was aber jetzt nicht einfach zurückportiert werden könnte. Hat bestimmte Gründe, aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall mal reinschauen, ist sehr, sehr cool. Treiber, das ist leider so das Allerlästigste. Wir haben so viel Hardware mittlerweile, es gibt Millionen von Treibern allein im Linux-Kernel für alles Mögliche. Ich habe mir irgendwann mal, als ich halt hier mit diesem Ding hier gebastelt habe und auch mit anderen Geräten, habe ich mir mal angeschaut, hey, wie können wir denn einen Treiber abstrahieren für serielle Schnittstellen? Dann dachte ich ja, gucken wir doch einfach mal da, wo es ganz viele Treiber gibt, also den Linux-Kernel. Da habe ich gesehen, da gibt es irgendwie grobe Ordnung, 100 oder mehr irgendwie verschiedene Varianten von Treibern, nur für serielle Schnittstellen. Scheinbar doch nicht ganz so einfach, also haben wir dann geguckt, okay, vielleicht machen wir nicht ein volles Treibermodell und sind bei was sehr Einfachem gelandet. Eigentlich ist es auch kein Treibermodell mehr, ehrlich gesagt. Naja, und das aller Unschönste im Bereich Hardware ist gerade immer irgendwelche Workarounds zu machen für Hardware-Bugs, die dann mit der Zeit so gefunden werden. Ne? Wer vielleicht schon mal von Spectre oder Meltdown gehört hat, alle schon mal von gehört? Ja, okay, war groß genug in den Medien. Ne? Wer hat denn mal davon gehört, was die Softwarelösungen dafür sind, was so ein Problem da drin ist? Also wer hat schon mal eine davon schon mal gelesen, verstanden und so. Ja, okay, da gehen schon weniger Hände hoch. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach. Und das Böse ist, wenn man für Optimierungen, die in Hardware gemacht worden sind, Lösungen macht, weil die Probleme verursachen, dann nehmen die gerne mal so ein bisschen was von der Optimierung weg. Und wenn man jetzt tatsächlich zum Beispiel gerade bei Linux alle Sachen aktiviert, die irgendwie wieder ein bisschen mehr Schutz geben, dann hat man leider wieder ordentlich einen Performance-Verlust. Und das ist ja genau das, was man eigentlich nicht haben will. Ne? Deswegen gucken wir, dass wir irgendwie Hardware immer mal schneller machen und so weiter heutzutage. Auch auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld. Und das zeigt vielleicht auch, dass man mal ein bisschen mehr Co-Design machen sollte zwischen Hardware und der eigentlichen Software, Betriebssystem, was auch immer. Weil sonst, na, wenn das nicht harmoniert, gibt es da auch am Ende keine Chance mehr. Dann hat man immer so, die einen, die machen immer die Probleme, die anderen versuchen, die zu lösen. So. Vielleicht muss man da ein bisschen mehr Synergien wieder finden. Naja, dazu gibt es dann unter anderem halt im akademischen Umfeld Konferenzen. In den USA gibt es da unter dem großen Themenbereich OSDI etwas. OSDI ist für Operating Systems Design and Implementation, einfach nur die Abkürzung. Das gibt es in zweierlei Formen. Das gibt es einmal von ACM und einmal von USENIX. Das sind so die beiden großen, sag ich jetzt mal, wo die ganzen Konferenzen so drin sind. Da gibt es auch ganz viele andere Sachen aus dem Bereich Computer Science und so. Dazu verwandt ist dann auch noch das SOSP, das gehört auch so ein bisschen zu ACM dabei. Das ist dieses Jahr hier in Koblenz in Deutschland, zusammen mit PLOS, das ist für Programmiersprachen und Betriebssysteme so ein Workshop-Ding. Wer irgendwie im akademischen Bereich ist oder irgendwie daran interessiert, einfach mal gucken, da werden auch immer sehr, sehr viele Sachen veröffentlicht. Das steht uns auch noch bevor, ich glaube, das ist jetzt erst später im September oder so die Ecke. Naja, was sind denn so Themen, die da so besprochen werden? Wenn man da jetzt so reinschaut, dann naja, schon irgendwie ein großer Bereich. Da geht es sehr viel gerade um Performance und ja, alles, was irgendwie Effizienz anbelangt. Gerade Energieeffizienz ist jetzt auch sehr interessant. Also man kann sich mal vorstellen, wir machen jetzt einfach mal einen Computer, der ist genau doppelt so effizient wie irgendein beliebiger Server, den man sich jetzt kaufen kann. Das heißt jetzt mal aus Business-Perspektive, wenn ich jetzt ein Rechenzentrum habe, muss ich nur noch halb so viel Geld dafür ausgeben, den ganzen Kram da laufen zu lassen. Okay. Und das ist das, wo es dann wieder auch wirklich interessant wird. Ne? Weil immer, wenn irgendwas nicht wirklich rentabel ist, dann gucken eigentlich auch wenige Leute drauf, was zu machen. Außer vielleicht mal irgendwie so Leute im Hobby oder die, keine Ahnung, ne, wirklich so Commitment haben. Sicherheit ist auch sehr, sehr viel dabei. Also wenn man da so auf ja, so die aktuellen Themen jetzt gerade schaut, also die OSDI von USENIX, die war jetzt auch erst kürzlich, habe ich ja auch nochmal verlinkt, OSDI 23 bei denen, da sind sehr, sehr viele Sachen auch im Bereich Security drin. Persistenz ist auch so eine Geschichte, also Datenhaltung, ich habe gerade schon von Dateisystemen gesprochen, dazu gehört auch immer wieder Daten zu übertragen, dazu zu schauen, dass die Daten sich auch wirklich korrekt duplizieren und wenn es irgendwo ein Update gibt, dass das auch auf der anderen Seite landet und so weiter, ist nicht so trivial. Ja, also alles, was irgendwie so Transaktionssicherheit anbelangt, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, weiß auch, also, es gibt zwar sehr, sehr viel, was da schon gemacht wird, aber es ist auch nicht mega trivial. Ne? Also gerade in den letzten Jahren ist da noch mal sehr viel passiert.
Wer weiß ich schon mal einfach mal sich gedacht hat, hey, wir kopieren mal irgendwas von A nach B, hat vielleicht dann irgendwann festgestellt, okay, so schnell wie hier Updates ankommen, ist der Kopierprozess nicht irgendwie in einem Betrieb gerade schon passiert. Ne? Muss man irgendwie gucken, dass man irgendwo eine Referenz hat, dass man dann weiß, wo man dann später wieder weitermachen könnte. Naja, und dann gibt es irgendwie so einen gewissen Wandel. Das habe ich jetzt gerade auf der ACM-Website nochmal gelesen, dass so alles, was Betriebssysteme und Programmiersprachen anbelangt, was so in den, sag mal so bis 2000, 2010 so die Ecke passiert ist, da war es so, dass Betriebssysteme und Programmiersprachen so ein bisschen zusammen entwickelt worden sind. Aber irgendwie ist es jetzt passiert, dass in Programmiersprachen gerade sehr viel reingekommen ist, was sehr interessant ist und was jetzt langsam wieder in Betriebssysteme rüberschwappt. Dazu gehört zum Beispiel, dass der Linux-Kernel jetzt seit Ende letzten Jahres auch Rust zum Beispiel in tatsächliche Unterstützung hat. Ja? Also man kann jetzt anfangen, Treiber in Rust zu schreiben im Linux-Kernel. Das brauchte ein bisschen, bis das so kam, aber es ist glatt durchgelaufen und es zeigt ja dann auch, wenn sowas akzeptiert wird in so einem riesigen Projekt, dass tatsächlich dadurch ein Benefit kommt. Gab auch einen sehr, sehr interessanten Vortrag dazu auf einer Linux-Konferenz, da wurde einfach mal gebenchmarkt, ein Treiber, der einmal in Rust und einmal in C vorher implementiert wurde im Vergleich. Auch sehr empfehlenswert, sich mal anzuschauen. Ja, und dann ist so ein bisschen was passiert, vor 2 Jahren, 3 Jahren, da kam dann Timothy, naja, er nennt sich kurz Mothy an, der hat ein bisschen was erzählt, so, naja, so wie wir gerade Betriebssysteme machen und so, das ist eigentlich noch nicht ganz so cool, weil er hat noch ein bisschen was anderes festgestellt, aus der größeren Perspektive. Timothy Roscoe, wer kennt den? Schon mal irgendwie gehört? So? Ja, okay, nicht ganz so viele, ich sehe 1, 2 Hände. Der ist an der ETH Zürich, ja, wie es der Zufall so will, sind wir schon wieder an der ETH gelandet. Der ist halt im Computer Science Department und kümmert sich halt um ja, Betriebssystemforschung auch. Und der hat jetzt mal vor 2 Jahren, das auch unten hier verlinkt, an der OSDI 21, hat er eine Keynote gegeben und gesagt so, ja, wir müssen mal irgendwie Hardware neu entdecken. Also das, was wir gerade im Bereich Betriebssysteme machen, das ist einfach immer irgendwie weiterhacken, immer irgendwie neue Treiber für die neuen Varianten, die irgendwie so kommen von seriellen Schnittstellen oder was auch immer so. Aber eigentlich, wir müssen mal auf das große Ganze schauen, weil so ein System ist halt ein bisschen mehr als einfach nur eine CPU. Ne? Dazu gehören jetzt heutzutage ganz viele Co-Prozessoren und spezielle Kerne für, keine Ahnung, ne? Videos dekodieren, encodieren, Bilder, Audio, keine Ahnung, die ganzen NPUs, die jetzt kommen, Neural Processing Unit oder AI, wie auch immer man das genau nennen will. Ja, da kommt sehr, sehr viel dazu. Oder auch auf Telefon, da haben wir zum Beispiel noch die Basebands oder sowas, ja, die teilen sich den Speicher mit dem, was eigentlich vom Hauptprozessor kommt. Das ist eigentlich auch nicht so cool. Also stell dir vor, du kriegst einfach mal einen ungünstigen Anruf und zack, crasht dein Telefon, weil in irgendeinem Treiber da auf einmal irgendwas am falschen Eck im Speicher gelandet ist. So. Wie gesagt, Memory Management nicht so trivial. Da gibt es noch Potenzial. Und wer vielleicht so ein bisschen die Sicherheitslücken auf Mobiltelefonen mal irgendwie sich angeschaut hat, da geht gerne mal was genau in diese Richtung. Ja, also ISCA Klassen zum Beispiel hat sich sehr viel Bluetooth angeschaut. Vielleicht habt ihr die Vorträge schon mal irgendwo im Chaos-Umfeld gehört. Da passieren ganz, 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 ganz böse Dinge manchmal. Ja, also wenn man da einfach mal einen Overflow hat und dann irgendwo im anderen Speicherbereich landet, nicht cool. Naja, und dann hat jetzt Timothy noch mal ein bisschen weitergeschaut. Jetzt kam kürzlich erst dieses Paper raus, Putting Out the Hardware Dumpster Fire, also ne, die brennende Mülltonne, die Hardware so halt ist. Ich stimme ihm auch irgendwie weitestgehend zu, da muss man einfach mal gucken. Und die haben jetzt mal geschaut, wie kann man denn mal formell modellieren, wie so die einzelnen Komponenten in so einem Prozessor aussehen, also Prozessor, ja, alles, was unter so einem Hardware-Package irgendwie so versteckt ist. Kann man irgendwie Beziehungen da untereinander aufstellen, kann man gucken, wer muss hier wem vertrauen, dann, damit die ganze Plattform irgendwie funktioniert. Das haben die in einer Sprache gemacht, die auch von Rust abgeleitet ist, also Rust-Programmiersprache. Da haben die mal geguckt, dass sie so ja, Graphen damit im Endeffekt bauen. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Auf jeden Fall weiter verfolgen. Und Rust lässt uns nicht los. Es gibt ein Betriebssystem, das heißt Redux. Wer hat davon schon mal gehört? Ja, okay, auch einige Hände. Das ist auch komplett in Rust geschrieben jetzt und inspiriert von unter anderem Plan 9, dem Minix-Betriebssystem, was damals Andrew Tannenbaum eigentlich für die Lehre gemacht hatte, was irgendwie Intel auch als Co-Prozessor-Firmware dann gebaut hat so oder was darauf aufbauend. BSD ist da drin, bisschen Linux ist da drin. Ja, und man kann damit auch schon einen grafischen Desktop haben. Ich habe das ja mal ausprobiert, einfach mal hier diesen Screenshot gemacht. Das sieht auch so ein bisschen aus, wie wenn man irgendwie Linux oder BSD benutzt oder so. Aber ein paar Sachen sind doch nochmal anders. Also große Empfehlung, da auch mal reinzuschauen.
Ich habe dann selber auch mal ein bisschen überlegt, so was wäre eigentlich meine Traumvorstellung von einem Betriebssystem? Ja, also wenn ich jetzt irgendwie ein Betriebssystem so komplett unvoreingenommen machen könnte, was würde ich tun? Da habe ich bei uns im Hackerspace in Bochum mal ein bisschen was erzählt. Ich habe einfach mal so ein bisschen überlegt, was habe ich jetzt so kennengelernt. Und ich hätte gerne etwas, wo ich einfach, ich habe so hoffenweise so kleine Geräte irgendwo. Ich hätte gerne ein Betriebssystem, wo ich all diese Geräte einfach mit zusammenfassen kann, ja? Wo ich nicht irgendwie spezielles Gateway hier, 50 Mobil-Apps von irgendwelchen Herstellern da oder so habe, sondern wo ich einfach alles wirklich mal in einem betrachten kann. Also im Endeffekt so ein bisschen das, was Morothy für eine Plattform, für so, sagen wir mal, so einen Server oder irgendwie sowas verlangt, hätte ich gerne übergreifen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee eigentlich hinter Plan 9 gewesen. Nur, dass die halt eher so in ihrem Labor da in Bell Labs waren und ne, alles so ein bisschen geschlossener war, die hatten eher so ja, eine homogenere Umgebung. Und heute haben wir halt eine heterogene Umgebung. Wir haben ganz viele verschiedene Prozessarchitekturen. Ja, wir haben x86, wir haben ARM, wir haben jetzt RISC-V, dann haben wir, keine Ahnung, MIPS und irgendwie hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Und meine Idee ist, ich möchte ganz gerne, dass ich nicht Services habe, wie das in der Betriebssystemdefinition auch so drin ist, sondern ich möchte, dass ich sagen kann, hey, hier ist ein Gerät, ich möchte damit jetzt irgendwas machen, aber ich möchte einfach sagen, das kommt jetzt von mir aus als außerhalb, ich will jetzt self-serving sein. Ich will da was reingeben können, was dann für mich wieder als quasi Service da ist. Aber ich will nicht, dass das drüben unbedingt von sich aus irgendwie kommt und dann irgendwie isoliert ist vom Rest, sondern ich will es halt integrieren. Ja, habe ich dann dazu ein bisschen mal erzählt. Später verlinke ich das nochmal hier. Und dann habe ich einfach mal so aus Spaß mal so eine bildgenerierende sogenannte KI befragt und habe mal gesagt, so mach mir mal ein bisschen Bilder. Ich wollte so eine Voodoo-Puppe irgendwie, ein bisschen freundlich, so ein Häschen, vielleicht auch ein bisschen creepy. Ich weiß nicht, wie ihr es so empfindet. Da habe ich einfach mal so auf doof einfach so eine Website gemacht, ja, hier unten auch verlinkt. Wenn er drauf schaut, da ist auch nichts drauf. Ich habe einfach nur mal gesagt, so ja, was, ne, was ist für mich ein Betriebssystem? Ich habe einfach gesagt, ja, was für mich jetzt irgendwie das, was so zwischen einem Menschen und einer Maschine ist. Ja? Also zwischen der Hardware, die von sich aus nichts tun würde. Und, aber irgendwie brauche ich was, um damit interagieren zu können. Das ist für mich ein Betriebssystem. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine einfachere Definition ist, aber das ist jetzt einfach mal meine Perspektive auf die Dinge. Ja, und wie das so ist, Rust, es lässt mich nicht los. Leute, die vorher Harvey gemacht haben, ich habe schon erzählt, das Projekt, was stillgelegt wurde, haben dann gesagt, okay, wir machen das nochmal neu. Wir haben jetzt einen Matrix-Channel, das ist auch auf der Harvey-Website noch verlinkt und da haben wir jetzt einfach mal was Neues angefangen. Wir haben das einfach genannt R9. Eigentlich ganz simpel, ne? R für Rust und 9 für Plan 9 halt so. Wir haben einfach mal wieder gesagt, okay, wir machen mal was. Das ist jetzt nicht genau wie Plan 9, wir implementieren das nicht neu, sondern wir lassen uns davon inspirieren und gucken mal. Ich habe das tatsächlich hier auf diesem kleinen Gerätchen hier laufen gelassen. Das ist auch das, was man hier im Screenshot gerade sieht. Ich habe das hier unten, da ist das ausgeführt worden. Von unserer Firmware, die wir in Rust aus haben, aus, dann rüber in Linux-Kernel und von da aus dann in dieses Betriebssystem. Und das hat jetzt hier einfach mal eine kleine Ausgabe gemacht. Da ist jetzt noch nichts irgendwie mit Prozessen oder sowas. Ja, das kommt alles noch, hoffentlich. Große Empfehlung, aber wenn ihr da mal schauen wollt, ist jetzt alles gerade wirklich so fresh from the press, noch nicht wirklich bekannt, auf GitHub R9 OS. Naja, und an dieser Stelle zeige ich einfach mal eine kleine Demo, weil wir da nämlich tatsächlich schon ein bisschen was am Laufen haben. Wir haben da einfach für QEMU mal einen Port gemacht, einmal für die ja, emulierte Variante von einem Raspberry Pi, das ist jetzt ein ARM 64. Kann ich jetzt einfach starten und dann kriege ich schon mal ein bisschen Ausgaben. Ja, das heißt also, wenn man hier mal so auf die Speicheradressen schaut, die ja so ausgegeben werden, hier ist schon ein bisschen virtualisierter Speicher drin. Ja, dadurch kommt es zu so großen Adressen, die man da sieht, sonst wären die nämlich eher klein. Ihr könnt auf Peripherie hier schon zugreifen, hier unten Video, theoretisch könnte man jetzt irgendwie auch eine grafische Ausgabe machen, aber ne, so weit sind wir noch nicht. Das ist auch vielleicht jetzt noch nicht das Erste, was wir machen wollen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir Speicherverwaltung bauen und so. Naja, und dann kann man halt ein paar Informationen auslesen, da gibt es so eine Mailbox-Schnittstelle, da kann man einfach sagen, hey, gib mir mal, was ist deine MAC-Adresse und dann kriegt man Dinge zurück. Ja, soweit so cool. Wir haben auch einen Port für RISC-V halt schon angefangen. Das ist das, was ich hier auf dem kleinen Gerät auch schon ausgeführt hatte. Ich habe da mal ein bisschen im Emulator weiter dran rumgebastelt. Also sieht jetzt so aus. Ich habe da einfach mal so ein quasi ASCII-Art-Logo gemacht. Ne? Also halt Emoji drin, also nicht wirklich nur ASCII. So ein bisschen R9
Maus und Tastatur, was man halt so machen kann, auch einfach mal noch ein bisschen was an Infos auszugeben. Aber hey, das ist schon mal der Anfang. Das heißt, wir können schon mal Sachen auf der seriellen Schnittstelle ausgeben und wir haben schon mal virtualisierten Speicher. Jetzt müssen wir halt noch gucken, dass wir die Speicherverwaltung hinkriegen und dann können wir gucken, dass wir Prozesse anfangen und dann hat man schon wirklich so ein aufregendes Betriebssystem langsam. Okay, soweit so gut. Ich habe schon gesagt, ich habe zu Hause ganz viele so kleine Sachen. Ne? Irgendwie gibt es überall so kleine Computer und naja, so hat sich das dann auch wieder irgendwie kenntlich gemacht in der ganzen Entwicklung der Betriebssysteme, die für Hardware so gemacht worden sind. Einmal gibt es Mikrocontroller, die sind mittlerweile so powerful geworden. Es gibt schon Leute, die sagen, hey, ich habe hier einen Mikrocontroller, aber kann ich jetzt Linux drauf laufen lassen? Also nicht, dass er irgendwie ein kompletter Desktop unbedingt drauf läuft oder sowas, aber so prinzipiell und dann einmal so einen Prozess starten, da geht schon was in die Richtung. Was sehr witzig ist, weil wenn man so ein bisschen sich vorstellt, dass heute die Mikrocontroller ungefähr so sind wie die Applikationsprozessoren vor 20 Jahren, so ne, grob die Richtung ist schon sehr interessant. Dann so die Frage, was wollen wir eigentlich für Betriebssysteme haben? Ja, muss man über so ein General-Purpose-Dingssystem haben, wo man alles irgendwie mitmachen kann? Oder reicht es nicht, irgendwie was Spezielles zu haben? Ja, wenn ich zum Beispiel so eine Uhr habe oder so, da brauche ich jetzt keinen Desktop drauf, ne? Da habe ich einfach so ein kleines Uhr-Interface. Oder will ich irgendwie ein Echtzeit-Betriebssystem haben? Ja, brauche ich gewisse Garantien, dass bestimmte Dinge einfach zu vorhersehbaren Zeiten passieren? Zum Beispiel gerade bei sowas wie Autos oder so, das ist sehr, sehr kritisch. Damit die halt nicht irgendwie im Baum landen. Ja, und dann hat man da ganz viele verschiedene Systeme gebaut. Da gibt es einmal das FreeRTOS, das hat dann Amazon irgendwann eingekauft. Zephyr ist in der Linux Foundation jetzt auch recht groß. Hubris, das ist ein kleines System, das Oxide Computer gemacht haben für ihre Server eigentlich. Emboss, das ist irgendwie von einer Firma, die sonst Debugging-Tools macht. Sega heißen die. Epos, das habe ich mal gefunden, ist so ein bisschen komisch. Das ist so irgendwie so ein kleineres Ding, aber gibt es auch einiges für, was man sich anschauen kann. LightOS läuft bei mir tatsächlich auf dieser Uhr. Melis, das ist von der Firma Allwinner, die unter anderem den Chip auf diesem Board hier macht. Ja, dann gibt es halt noch ganz viele andere Sachen, die jetzt gerade ein bisschen erforscht, teilweise auch schon in Produktion gegeben werden. Zum Beispiel Fuchsia, das ist von Google, oder Harmony, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, von Huawei. R-Core und Z-Core ist von der Tsinghua University in China sehr viel gemacht worden. Theseus ist ein relativ junges Forschungsprojekt, auch noch hier. Hermit von, ich glaube, den Leuten in Aachen ist das. Auch alles relativ jung, kann man sich auch mal auf jeden Fall anschauen. Ja, und ich habe dann gedacht, hey, das kriege ich doch auch irgendwie hin, habe mal so einen kleinen RISC-V-Mikrocontroller genommen, einfach mal so ein bisschen was zusammengehackt und das macht eigentlich nicht viel. Ja, das macht einfach nur so ein bisschen TikTok im Hintergrund, läuft einfach immer mal so ein Interrupt kommt und sagt dann, hey, du bist jetzt wieder dran und dann gebe ich Tick oder halt Tock aus. Das ist ja einfach so ein bisschen Ping-Pong. Und das ist eigentlich schon die Primitive, die man hat, um einfach Prozesse nach und nach schalten zu können. Ne? Dass man einfach so ein bisschen ja, so einen Timer hat. Das ist so eigentlich die Hauptgrundlage. Habe ich auch auf GitHub gepackt. Das habe ich damals hier auch im Backspace dann vorgestellt. Dann habe ich einfach mal durch diesen kleinen Chip hier auch wieder eine Community kennengelernt. Das war damals noch ein etwas anderes Projekt. Mittlerweile ist das Nemos geworden. Nemos ist von James Munz und noch ein paar anderen Leuten. Den habe ich auch mal irgendwann in Berlin getroffen. Da haben wir einfach mal so ein bisschen miteinander geschnackt. Und naja, der hat eine kleine Philosophie mal rausgebracht und gesagt, ich will was machen, das ist für Projekte, die irgendwo so zwischen einem einfachen Echtzeitbetriebssystem sind und einem komplizierteren wie Linux zum Beispiel. Ich will irgendwie was dazwischen haben. Ja, und das ist Nemos jetzt geworden. Ich habe das selber auch auf diesem Rechner hier auch schon mal ausgeführt. Ne? War halt auch einfach nur so ein TikTok-artiges Ding. Ja, das heißt, Ping-Pong, wie auch immer man es will, gab es hier einfach zwei Prozesse, die hier im Wechsel einfach gelaufen sind. Ja, ist einfach so eine Schleife herläuft, dann mal das eine, mal das andere. Ja, kann man sich auch anschauen. TOSC-RS auf GitHub, ich weiß nicht genau, wofür TOSC jetzt steht, RS jedenfalls für Rust, ist auch in Rust geschrieben. Da gab es jetzt neulich erst diesen Blogpost. Ich glaube, der ist jetzt einen Monat alt oder so. Da wurde noch mal ein bisschen beschrieben, was da jetzt genau los ist. Und tatsächlich werde ich da auch wahrscheinlich noch mal in der Entwicklung noch ein bisschen was mitmachen, weil jedes Betriebssystem braucht halt auch wieder gerade auf so einem Application-Prozessor irgendwie Firmware, die die Initialisierung macht. Und ich habe halt die ganze Speicherinitialisierung hierfür schon gemacht. Kann man dann hier drauf aufbauen. Naja, und das mache ich eigentlich sehr gerne. Also gerade so an Gadgets rumhacken und so. Ich habe hier mal noch ein bisschen was mitgebracht. Wer da auch Interesse hat, sich sowas mal anzuschauen. Das hier ist so ein Virtual Desktop Infrastruktur Client. Früher nannte man das Thin Client. Im Prinzip sehr ähnlich, ja. Man hat eine kleine, nicht ganz so powerful Maschine und verbindet sich damit zu irgendwas Größerem.
wie auch immer das genau geartet ist. Und sowas hätte ich auch ganz gerne eigentlich als Terminal bei mir zu Hause. Von da aus würde ich dann gerne meine ganzen Geräte irgendwie steuern können. Mal gucken, was daraus wird. Wenn man irgendwie so Entwicklungsboards haben will, kann man sich halt auch sowas holen. Oder einfach, ich habe mir mal so eine TV-Box geholt bei AliExpress. Ja, da gibt es haufenweise irgendwie so Sachen. Kann man sehr coole Sachen mitmachen. Da muss man sich nicht mal unbedingt einen Raspberry Pi holen, gerade wenn der mal wieder nicht verfügbar ist oder so. Mal einfach mal so ein Ding nehmen. Vielleicht will man auch gar nicht was produktiv machen, sondern einfach mal ein bisschen rumhaken. Dafür ist das sehr cool geeignet. Naja, und was läuft darauf meistens? Meistens läuft da irgendwie Linux drauf und irgendwie so ein komisches Gehacke und so. Aber das will ich eigentlich gar nicht so haben. Und an der Stelle fange ich schon mal an, was hier einzustöpseln. Was ich eigentlich haben will, ist, wenn ich schon so einen Linux-Kernel habe, dann will ich nur einen Prozess haben. Ja, und da reicht auch eigentlich schon aus. Das, was man einfach Linux mitgeben kann beim Booten, ist zu sagen, hey, hier, du hast einen Prozess, der ist jetzt im Dateisystem, das ich dir mitgebe, und das startest du jetzt und dann ist gut. Tatsächlich bootet auch jeder Rechner eigentlich so jetzt mit einem Linux-Kernel drunter. Nur, dass dann halt meistens eine komplette Desktop-Umgebung oder ne, was auch immer ihr gerade so im System habt, kommt. Naja, CPU, was ich jetzt hier unten geschrieben habe, das hat Ron Minnick, der auch zum Beispiel Harvey OS gemacht hat damals, mit ein paar anderen, der hat das auch zu Linux rübergeportet und gesagt, hey, du kannst jetzt auf Linux auch CPU nutzen. Und das will ich euch jetzt einmal zeigen. Das geht so. Ich zoome jetzt hier mal ein bisschen rein. Ja. Ich sage CPU. Ja. MQ Pro, ich mache mal noch einen etwas anderen Command hier. Und zwar das hier. Ich habe über ein kleines Shell-Script gebaut. Da sind dann die Parameter drin, um mit dem Gerät zu sprechen. Ja, sowas wie IP-Adresse und so. Weil ich kann das jetzt einfach aufrufen. Und das führt jetzt einfach ein Programm aus, das aber von meiner Maschine her kommt. Ja, wenn ihr hier diesen Pfad anguckt, hier Projects Hello OSRS, das ist bei mir im Betriebssystem, in meinem Dateisystem. Und da habe ich hier so ein Programm geschrieben. Ne? Das heißt einfach Hello Rust heißt das jetzt. Ist ja auch egal. Ne, es ist jetzt auf der anderen Seite ausgeführt worden und die Ergebnisse habe ich jetzt hier. Ne? Ist hier so ein bisschen Tongue-in-Cheek-Joke drin, aber ist eigentlich egal. Das ist jetzt auf der anderen Seite gelaufen, hat da einfach Dinge für mich gemacht und mir wieder Informationen zurückgegeben. Und genau sowas möchte ich gerne haben für ganz, ganz viele Rechner, die ich habe. Tatsächlich kann ich auch meine Präsentation, die ich hier gerade laufen habe, also die hier ist, da, so, könnt ihr jetzt auch auf dem Ding einfach starten. Ich habe nämlich einfach mal einen PDF-Viewer gefunden, der kann einfach in einem Framebuffer arbeiten. Das Problem ist, wir haben noch keinen Framebuffer, weil, muss man eben hier HDMI rüberstöpseln und das Ding resetten. So. Brauchen wir noch ein bisschen. Sieht man schon was? Ich hoffe. Ah, guck mal. Linux. Ah. Da läuft jetzt gerade ein Linux-Kernel und der soll jetzt gleich einen Prozess starten. Da steht jetzt hier auch schon, ich weiß, hier kann man glaube ich nicht ganz erkennen, run slash init as init process. Und da läuft jetzt etwas, das kommt aus dem Projekt Uroot, das wir haben. Da hat Ron dieses CPU reinportiert. Da ist einfach ein kleines Mini-Dateisystem drin. Da ist nicht viel. Da sind einfach nur ein paar kleine Dateien drin. Da ist dann einmal dieses CPU drin, der Daemon dazu. Ja, und wenn jetzt alles gut läuft, kann ich jetzt meine Präsentation darauf starten. Das wird ein kleines bisschen dauern, das hat damit zu tun, dass jetzt die Sachen, die ich auf meinem Rechner habe, darüber kopiert werden müssen. Und wer jetzt sieht, na, ich habe das hier über USB angeschlossen, da wird jetzt gerade ein Netzwerk über USB emuliert, mehr oder minder. Das geht, also es gibt da so einen Gadget-Treiber, wo dann ein USB-Gerät so aussieht wie ein Netzwerkgerät. Ja, Linux macht es möglich. Also ein bisschen schwarz geworden. Ha, guck mal, da sind die Slides. Ja, Magic. Und damit gehen wir wieder zu den richtigen Slides rüber. Das war die CPU-Demo. Ich würde jetzt gerne eine Sache noch gerne machen. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn ich was im Betriebssystem entwickeln will, ist das leider nicht ganz so einfach. Und ich will aber etwas machen, das gehört in den Bereich User Interfaces. Und damit meine ich nicht nur grafische User Interfaces, sondern auch alles, was so Haptik anbelangt. Wer hat schon mal irgendeinen Command auf so einem Unix-artigen System ausgeführt und irgendeine komische Meldung gekriegt und nichts davon verstanden? Okay, also ziemlich alle, ja. Das geht schon, wenn man sagt, irgendwie man will ein Binary ausführen, ja, über Command Line, irgendwie so ein lokales Binary, sagt er irgendwie dot slash, hat's nicht gesehen und steht da not found. Und dann guckst du und denkst du so, wieso, ja, der Teil ist doch da.
Ja, und was war dann aber tatsächlich? Der Linker hat irgendein anderes Binary nicht gefunden, was als Library dazugelinkt wäre. Das ist heute immer noch so, dass diese Fehlermeldung so irreführend ist. Aber ich denke, sowas geht auch einfach besser. Ja, und noch viele andere Sachen in so einem Betriebssystem. Da habe ich mal geguckt, wie sieht es denn da so aus? Also warum ist das eigentlich nicht mehr so das Thema in OSDI? Oder vielleicht ist das noch so ein bisschen, oder vielleicht war das mal so. Tatsächlich, vor vielen Jahren, 1991 zum Beispiel, da gab es mal dieses Paper hier, das war von Rob Pike damals. Der hat sich einfach mal angeschaut, hey, wie können wir mal was machen, was irgendwie so, ich brauche irgendwie so einen Editor, ich brauche irgendwie so ein Windows-System, ich brauche irgendwie eine Shell, irgendeine Benutzer-Shell dafür. Und der hat einfach wirklich mal systematisch alles Mögliche aufgeschrieben. Fun Fact, auch sehr viel inspiriert von Niklas Wirth bzw. Oberon, ja, hat sehr viele Ideen daraus aufgegriffen und die sind auch später wieder in Play 9 gelandet. 2001, also nochmal 10 Jahre später, haben Leute, gerade bei Microsoft, Sachen mit Haskell gemacht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Microsoft und Haskell da irgendwie zusammenhängen, aber ja, haben da Leute einfach mal gemacht, ein Forschungsprojekt, die haben einfach mal so eine Bibliothek gebaut, ähnlich wie man das vielleicht heute auch von verschiedenen Bibliotheken kennt, die einfach ja, so die ganzen Standard-Grafik-Elemente machen, die man halt so braucht, ne? So irgendwie Buttons, wo man draufdrücken kann oder irgendwie Listen, wo man irgendwie rumscrollen kann und so weiter. Das haben die da mal alles versucht, formell zu modellieren. Und ich denke, man kann jetzt mal von all dem, was da schon so existiert, sich nochmal ein bisschen mit Abstand nehmen und nochmal ein bisschen drüber nachdenken, hey, wirklich challengen, wo können wir nochmal irgendwie neue Sachen machen? Und das ist jetzt auch meine Challenge an alle, die jetzt irgendwie diesen Vortrag hören, guckt euch wirklich mal die Sachen an. Gerade bei Touch-Input, was wir jetzt heute haben, da können wir noch sehr, sehr viele interessante Sachen mal machen. Wer kennt das mit dem Scrollen vielleicht irgendwie auf Touch? Das ist manchmal so ein bisschen komisch. Apple hat irgendwann gesagt, hey, es gibt ein natürliches Scrolling. Wenn du auf deinem Touchscreen scrollst, dann ziehst du quasi den Punkt irgendwie mit. Ne? Das ist so, wie wenn du Papier irgendwie schiebst. Da haben die das gleich auf das Touchpad auch gemacht. Und ich war immer gewöhnt, ne? Du ziehst irgendwo so das Scroller so runter, dann scrollst du auch unten. Und jetzt ist es so, wenn du auf dem Touchpad nach unten ziehst, geht es aber nach oben. Weiß nicht, ob das natürlich ist, aber in der Natur habe ich ehrlich gesagt noch keinen Baum gesehen, wo ein Touchpad dran ist. Also weiß nicht, wie natürlich das ist. Meine Idee wäre, man könnte sich mal so ein bisschen anschauen, Sailfish zum Beispiel, die haben sehr, sehr viel gemacht auch in der Hinsicht. Die haben dann auch dazu was aufgeschrieben, ja, ihre Designideen. Ah, wir haben ein Sailfish-Gerät hier, okay, sehr cool. Ja, die haben sich sehr viel Gedanken, gerade über so Sachen wie Gesten gemacht. Und ich habe gedacht, so etwas, was ich auch so ein bisschen aus Play 9 kennengelernt habe, was man ganz einfach machen könnte, wenn ich jetzt eine neue App starten will oder zu einer anderen App wechseln. Warum mache ich nicht einfach eine Geste dafür und dann male ich mir damit mein neues Fenster und zack, kann ich da jetzt die nächste App starten. Ne? Ich will nicht irgendwie zum Homescreen wieder zurück irgendwie so ein Draw rausziehen und hast nicht gesehen. Das sind so 4, 5 Steps, die einfach sehr, sehr painful sind, die man vermeiden könnte. Und das gibt es an sehr, sehr vielen Stellen, so Optimierungsmöglichkeiten. Also gerade so im Bereich User Interface Design, was ich in der Webentwicklung sehr viel mache und miterlebe, da gibt es immer noch sehr viele Bestrebungen, einfach Dinge nur effizienter zu machen. Ja, alles, was irgendwie nervig ist, was man beim 100. Mal vielleicht irgendwann nicht mehr sehen muss, weil sie so komische Animationen oder so, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen darauf zu verzichten, anders anzugehen oder so. Gibt sehr viele Sachen und ich denke, das kann man ein bisschen in die Tiefe des Betriebssystems noch machen. Ja, damit bin ich auch durch. Jetzt hätten wir noch so 6, 7 Minuten für Fragen, wenn ihr noch welche habt. Ansonsten, ich hätte hier einmal nochmal eine Liste von Referenzen, ja, wo man auch nochmal reinschauen kann. Das sind andere Vorträge, die ich schon mal so gehalten habe. Auf meiner Website metaspora.org habe ich auch alles Mögliche an Abstracts gesammelt und PDFs verlinkt. Ansonsten findet ihr auch diese Titel bei den jeweils anderen gehosteten Sachen. Und ja, hier alle meine Kontaktdaten und auch dieses PDF selber verlinkt. Ja, da läuft ein Mikro. Da auf der anderen Seite. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass gerade für neue Prozessorarchitekturen, also was jetzt zum Beispiel im KI-Bereich passiert oder was schon länger im GPU-Bereich, also Grafikeinheiten funktionieren ja weit abseits des von Neumann-Prinzips. Gibt es da aktuell irgendwie Entwicklungen, Betriebssysteme dafür zu schreiben oder sagen die alle so, oh, das lagern wir auf die Treiberebene aus und das machen wir weiterhin irgendwie klassisch? Also da gibt es zwei Richtungen. Das eine ist die Richtung der Industrie, die sich erhalten will.
Die möchten ganz gerne, dass die Sachen bei sich jeweils sind, ne? Weil sich eben verschiedene Firmen auf bestimmte Sachen da spezialisiert haben. Die möchten da ganz gerne platzhirsch bleiben. Aber Leute wie zum Beispiel Timothy Roscoe haben sich da mal Gedanken darüber gemacht, dann das einfach selber in die Hand zu nehmen. Der hat ein Projekt, das nennt sich Enzian, also Enzian, so wie die Pflanze. Da haben sie gesagt, okay, wir versuchen jetzt einfach mal neben einer CPU mit FPGAs da einfach mal ein bisschen zu experimentieren. Das wäre eine Sache, die man sich anschauen kann. Das andere ist, was Oxide Computer gemacht haben. Die machen halt so Racks. Die ersten davon sind auch gerade geschippt vor ein paar Wochen. Die haben zum Beispiel ihren BMC, was gerade bei Servern sehr, sehr kritisch ist. Ja, das ist so der Verwaltungschip quasi auf der Architekturebene. Den haben die sich ganz kritisch angeschaut. Da gibt es halt auch, ne, so verschiedene Firmen, die fertige davon anbieten, aber die sind halt... Ich habe vorgestern ist wieder ein CVI davon rausgekommen. Ne? Highscore 10 Punkte für du kannst alles machen. Ist halt nicht so cool. Und die haben gesagt, wir machen das mal in sehr, sehr simpel und nehmen dafür einfach einen Mikrocontroller. Ja? Nicht einen vollen Applikationsprozessor, wo dann irgendwie wieder so ein gehacktes Linux draufläuft, worum sich keiner kümmert. So, ne? Weil das ist halt etwas, was sehr, sehr kritisch ist. Ja, das wären so die beiden Sachen, die mir dazu einfallen. Hast du schon mal mit Hurd gespielt? Mit was genau? GNU Hurd. Ach so, Hurd. GNU Hurd habe ich von gehört. Ich kenne auch einen, der da in der Entwicklung mal war und ich weiß nicht, was überhaupt noch in dem Projekt aktiv ist. Ich glaube, da gibt es auch immer mal noch ein paar Leute, die sich da zusammensetzen, aber bin ich nicht so drin. Ich glaube, die haben bei der FOSDEM auch immer mal einen Developer Room. Aber da hören meine Erkenntnisse davon ehrlich gesagt auch auf. Ja, ansonsten, wir haben jetzt die Stunde auch quasi voll. Ich habe, wie gesagt, hier noch ein bisschen was zum Hacken auch dabei. Ich werde mich da auch gleich wieder rübersetzen. Wer Bock hat, quatsch mich ruhig an. Und ja, ansonsten vielen, vielen Dank.